Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Out of the Park Baseball 19. Wir sind mittlerweile im 10. Teil der Cleveland Indians Story und sind nach wie vor im Spiel gegen Seattle, das 2. Saisonspiel. Und lange Zeit sah es schlecht für uns aus, für die Indians. 3-0 führte Seattle, ehe wir in der ersten Hälfte des 8. Innings 5 Punkte machen konnten, 5 Runs. Und jetzt 5-3 führen. Am Schlag ist jetzt Evan Marshall. Und ich sehe, dass ich einen müden Pitcher jetzt draußen habe. Dadurch, dass es jetzt länger gedauert hat, ist Allen. Ja, sit down, Cody Allen. Das heißt, wir werden jetzt auf jeden Fall mal unseren Closer reinnehmen. Ja, unseren Closer Andy Miller. Nehmen wir jetzt rein. Cody Allen setzen lassen wir setzen und werden Zach McAllister sich aufwärmen lassen noch zusätzlich. Das heißt zwei Pitcher, wo wir dann im letzten Inning hoffentlich einsetzen können. Jetzt heißt es aber erstmal, dass Evan Marshall 8 Pitches hat er gegen Robinson Cano werfen muss. Wie gesagt, das letzte Inning hat länger gedauert, weil wir doch relativ viele Hits hatten und somit ist unser geplanter Ersatzpitcher schon wieder müde. Und wieder kommt der Ball an der First Base vorbei. Ja, da bleibt er dran. Ein Base Hit. Jetzt schon das 2. Mal, dass Alonso da Probleme hatte, den Ball zu fangen, nicht hingekommen ist. Und Cano ist an der First Base. Als nächster am Schlag Kyle Seager, der Third Baseman. Der hat bisher sehr stark gespielt heute. Dreimal an der Base, ein Hit, ein Home Run, 2 RBIs für ihn. Jetzt heißt es ihn rausbringen. Und der Walk. Ball vor, der Walk. Noch ist McAllister und Miller nicht in der Lage zu spielen. Sie machen sich mal warm. Das heißt, jetzt muss er einen rausbringen. Geh mal aufs Feld. But I can still pitch. Ah, jetzt, okay. Hat uns die Zeit gebracht. Das heißt, jetzt werden wir McAllister reinbringen. McAllister 0,2 Innings hat er ja im Spiel vorgestern gehabt. Er hat ja einen Tag Pause. Er soll es jetzt richten. Und auch McAllister muss gleich einen Walk hinnehmen. Das heißt, jetzt sind alle Bases geladen und Mitch Henniger ist am Schlag. Wir haben keinen im Aus. Das ist jetzt natürlich heftig. Henniger 42,9. Ein RBI für ihn bereits. Das ist jetzt natürlich übel. Foulball, aber er fängt ihn. Das heißt, das erste Aus. Unser Catcher hat den Ball, das erste Aus. Sean Segura, der Shortstop 33,3 bisher für ihn. Jetzt wäre halt ein Strikeout ganz gut. Nein. Er fängt ihn. Aber, und der ist drin gewesen. Nein, das war kein Punkt. Er hat ihn erwischt. Er hat ihn erwischt. Das heißt, Cano mit. Wurde getroffen, also wurde berührt, bevor er die Base berührt hat. Somit wechselt das Schlagrecht wieder zu Cleveland und wir führen doch noch 5-3, obwohl die Bases geladen waren. Oh, das ist jetzt natürlich interessant. Tyler Neckin gegen Juan Nicasio. Nicasio jetzt neu auf dem Feld. Er war es ja, der das Spiel gegen uns gewonnen hat. Vor 2 Tagen. Gegen Tyler Neckin, der gerade eben ein sehr gutes Fielding gezeigt hat. Neckin bisher 50, also gute Zahlen. Und er trifft, aber ja, der Ball wird von dem Second Baseman gefangen. Der wirft ihn zur First Base, also Cano fängt ihn zu Healy und damit ist unser erster Mann im Aus. Jan Gomez als nächstes.
Jan Gomez bisher 33-3 für ihn. Und er trifft ihn, aber der ist nicht weit genug. Wenn sie sich jetzt nicht gegenseitig, ja, fängt ihn aus der Luft. Ich wollte gerade sagen, wenn sie sich jetzt nicht gegenseitig über den Haufen rennen, dann sollte es passen. 2 im Aus. Und er trifft ihn auch, aber nein, auch der wird gefangen. Jawohl. Suzuki fängt ihn. Und 4-5, 5-3. Und jetzt die entscheidende Phase. Ist natürlich auch mein Miller wieder müde. Ich nehme ihn jetzt trotzdem rein. Andrew Miller. Unser Closer. Der Closer kommt ja nur aufs Feld, wenn es wirklich darum geht, das Spiel zu gewinnen, zu schließen eben, gegen Suzuki. Und Strikeout für Miller gleich, das erste Aus. Ich muss trotzdem noch einen in den Bullpen schicken, falls es jetzt doch noch länger dauert. Was werden wir machen? Wir haben Matt Belisle, der soll sich warm machen, genau. Andrew Miller also jetzt gegen Ryan Healy. Noch 2 Outs trennen uns vom ersten Sieg der Saison. Und das ist. Er fängt ihn, jawohl. In Centerfield und Brantley ist da. Hat ihn, ja, war Leftfield, Centerfield. War mehr Leftfield, muss man sagen. Brantley also ist da. Das heißt, 2 im Aus. Jetzt die Chance für Andrew Miller gegen Chris Herrmann das Spiel zu gewinnen, für sich zu entscheiden. Chris Herrmann ist hier ja 50-0, eine Stolen Base. Und Strikeout! Damit gewinnt Cleveland das Spiel gegen Seattle mit 15-0. Man sieht hier den Verlauf. Das war schon bis ins siebte Inning. Klare Sache, dann haben wir es geschafft. Im achten Inning war es so, dass dann Ramirez mit seinem ein Two-Run-Double das Spiel für Cleveland entscheiden konnte. Schauen wir noch hier auf die Statistiken. Doubles, Two-Out, RBI. Fielding Error, ja, Lindor und Ramirez, beide mit einem Fielding Error. Cyril mit 3 Double Plays, das muss man auch erstmal schaffen. Kano war immer beteiligt, ja. Und Carlos Carrasco ist der Spieler des Spiels geworden. Wir haben ein Achievement erreicht, ein Betting Around. 10 Men come to the plate gegen Cyril in 8 Minuten, also 10 Mann durfte schlagen. Das ist natürlich spitze. Und eine Nachricht haben wir auch. Wenn wir jetzt uns in Ruhe ansehen, sind noch nicht mal 6 Minuten, wo wir jetzt aufgezeichnet haben. Was gibt es zu sagen? Ja, die Houston Astros haben die Texas Rangers mit 8-4 besiegt. Marvin Gonzalez spielte überragend. Ja, damit, das interessiert uns jetzt nicht so sehr. Schauen wir mal nach. Sehen, was tut. Transactions Davis müssen wir noch warten. Wir spielen morgen wieder gegen den Seattle. Und ein Blick in unser Front Office. Unser Spielplan. Morgen also erneut am 1. April dann gegen Seattle. Ehe die Dreier-Serie gegen die Los Angeles Angels folgt. Können wir also diesen Tag abschließen? Sehen, ob sich noch was tut. Eine weitere Nachricht für uns. Ein Venezuela Scouting Report. Da wurde uns ein Spieler empfohlen, ein 18-Jähriger. Schauen wir uns den mal an. Luis Munguia.
Scouting sagt uns. Also könnte es schaffen, den Major League Level zu erreichen. Wir werden ihm mal einen. Weil der ist ja eh schon bei uns im Kader, jetzt sehe ich es gerade. Der ist ja eh schon bei uns im Kader. Spielt. In unserem International Complex. Also spielt für uns. Hat bereits einen Vertrag, also kein Bedarf da jetzt irgendwas zu ändern. Wir schauen auf den Team Homescreen. Sehen also jetzt nach den ersten beiden Spielen, dass wir 1-1 ja, an der Tabellenspitze sind, unsere Division, mit den Chicago White Sox, den Detroit Tigers und den Kansas City Royals. Die haben beide 1-1 und Minnesota, die Twins, mit 0-2 gestartet. Die Betting Leader, wir haben 3 mit 25-0 in Carlson, Kipnis und Lindor. Bei den Home Runs nur Kipnis bisher mit einem. Und bei den RBIs Alonso und Ramirez mit jeweils 2. Beim Pitching Corey Kluber 1,23, Carlos Carrasco 5,06. Zwei Pitcher sind ja noch verletzt. Cody Anderson, der hat 2016 das letzte Mal gespielt, also 2017 der Saison komplett gefehlt. Und jetzt sind wir 2018er, hofft ja auch ein Comeback. Und auch Danny Salazar fehlt noch 1 bis 2 Wochen. Dann ist auch er wieder da. Unsere Rankings nach 2 Spielen. 6 Runs haben wir gescored. Das ist Rang 13 in der American League. Unser Betting ist schlecht, 19,1. Unser On-Base-Percent mit 27,6 ist auch nicht gut. Das Einzige, was gut war, war unsere, ja, unsere Verteidigung. Wir haben nur 5 Runs zugelassen. Unsere Starter haben einen ERA von 2,84. Und unsere Auswechselpitcher hat meine ERA von 1,42. Das ist schon mal sehr gut. Unser Lineup vom Pitching für das dritte Spiel. Clevinger wird starten. Mike Clevinger, 27-Jährige. Und ansonsten wird es nichts Großartiges zu verändern geben für uns. Das heißt, da werden wir nichts machen. Es gibt keine Veranlassung, irgendwelche Spieler zu verschieben. Wir können noch mal bei den Moves und Transactions schauen. Hier wieder mal unser Trainerteam, das Minor League System zu machen. Das heißt, Veränderungen in der Minor League haben wir auch. Und zwar, naja, da sehen wir es. Minguya, den angebotenen Pitcher, hat einen Minor League Kontrakt unterschrieben. Ryan Merritt haben wir, hat auch schon in der Major League gespielt mal. Ja, letzte Saison ist ins AAA Farmteam gekommen und der Rest ist ja, weit, weit unten vom A-Team, vom AA-Team und dann ins ja, High-A-Team. Auf jeden Fall in der die dritte oder vierte Minor League-Mannschaft von uns. Damit jetzt auch der Teil schon wieder zu Ende. Beim nächsten Teil, der dann, ja, ich denke, in 2 Tagen kommen wird, gehen wir ins dritte Spiel gegen die Seattle Mariners. Ich möchte mich für euer Interesse bedanken und ja, schreibt mir was, gebt mir ein Abo bitte, würde mich sehr freuen und dann können wir auch über Regeln und so diskutieren. Bis bald, euer Martin. Ciao.